Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate. Unser Format, bei dem wir Mitarbeitende der Bundesbank vorstellen. Heute neben mir Herr Stuckmann. Herr Stuckmann, Sie sind seit 293 Monaten bei der Bundesbank. Das sind etwas mehr als 24 Jahre. Wahnsinn. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen und was Sie bei der Bundesbank machen? Mein Name ist Norbert Stuckmann. Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung IT2. Und wir sind in IT2 verantwortlich für den Bereich unbarer Zahlungsverkehr. Das heißt, alles, was mit Überweisungen zu tun hat, mit im internationalen Bereich oder im nationalen Bereich, also innerhalb von Deutschland, das läuft über unsere Systeme. Wie groß ist das Team? Also die Abteilung IT2 selbst hat Stand heute circa so 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was ist die Kernaufgabe des Teams? Also wir machen, wie gesagt, unbarer Zahlungsverkehr. Das heißt also alles, was in Deutschland mit Überweisungen zusammenhängt, also jetzt wenn Banken untereinander was überweisen, das läuft über unsere Systeme, sogenannte SEPA-Clearer. Eines unserer Schwerpunkte ist auch noch der internationale unbare Zahlungsverkehr. Hier geht es darum, dass wir also als Service-Provider mit anderen Notenbanken, es sind insgesamt vier Notenbanken im Spiel, die Bundesbank, die Banca d'Italia, die Banque de France und der Banco de España. Wir sind alle vier zusammen eine sogenannte Liefergemeinschaft und bauen sozusagen für die EZB oder für das Eurosystem, haben wir ein System gebaut, sind im Moment am Fertigstellen des Systems, also zweite Version von dem System sogar schon, geht live im November. Und betreibt man dann auch das System für das Eurosystem. Wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten. Das ist dann auch das Target-2-System, wovon häufiger die Rede ist. Das Eurosystem betreibt die sogenannten Target-Services. Das sind also verschiedene Services, die angeboten werden für die Euro-Länder. Und zwei der Systeme, die werden von uns, also Bundesbank, zusammen mit der Banca d'Italia betrieben. Das eine System ist Target-2. Da geht es um Geld. Also immer, wenn Sie zum Beispiel, was weiß ich, sich Schuhe in Italien kaufen und das Geld an den italienischen Schuhverkäufer überweisen, dann läuft es über die Bundesbank, über das Target-2-System, dann über die Banca d'Italia und dann an das Konto des Schuhverkäufers. Ja, das ist das eine System, Geld. Das andere System, Target-2-Securities, da geht es um Wertpapiere, Aktien. Das heißt also, wenn Sie auch hier wieder Voraussetzung für den internationalen europäischen Aktienhandel, also wenn Sie internationale Aktien kaufen, verkaufen wollen, das läuft dann über Target-2-Securities. Das heißt aber auch, dass die Arbeit, die Sie da verrichten, einen direkten Einfluss auf die Gesellschaft sogar international hat, oder? Also das Eurosystem kann ohne die beiden Systeme nicht arbeiten, so muss man es eigentlich sagen. Also wenn Sie mal überlegen, die Sprache eben vom Target-2-System, Geld, also da wird täglich 1.900 Milliarden Euro, jeden Tag wird da verrechnet. Target-2-Securities-System, das ist ein bisschen weniger, Aktienhandel ist ein bisschen stabiler, das sind täglich, ich glaube, so 700 Milliarden Euro, was da täglich verrechnet wird. Also und, wie gesagt, wenn die beiden Systeme nicht laufen, dann ja, steht eigentlich der gesamte unbare Bereich in Europa. Ganz konkret heißt das, dass diese europäischen Transaktionen über die Großrechner von der Bundesbank laufen? Genau, also über die Großrechner von der Bundesbank. Oder wir wechseln uns immer mit den italienischen Kollegen ab. Das heißt, wir haben also insgesamt vier Rechenzentren, zwei in Deutschland, zwei in Italien. Nach einem Jahr wechseln wir den Betrieb nach Italien. Und dann machen die Italiener den Betrieb und wir betreuen dann die sogenannten Test-and-Trading-Systeme. Weil die Systeme müssen ja permanent online sein, weil ja, Sie können sich vorstellen, europaweit, da sind auch viele Banken, viele Zentralverwahrer dran, die ja so permanenten Testbedarf mit uns haben. Also müssen wir immer irgendwo dran sein. Unsere Teams müssen auch permanent mit den Systemen in Kontakt bleiben. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Internationalität, wir haben die Verantwortung und den Sinn, der wirklich auch hinter der Arbeit steckt. Und wir haben dann wirklich moderne Technologien, die dort zum Einsatz kommen. Das klingt nach einem totalen Traumjob für jeden, der in dem Bereich IT und Finanzwesen unterwegs sein möchte. Gibt es denn auch die Möglichkeit, in dem Team mitzuarbeiten? Sind Sie noch auf der Suche nach Stellen? Im November starten wir jetzt gerade das neue System. Und also die Systeme wurden hier gerade in Deutschland auch mit sehr starker externer Unterstützung entwickelt. Das heißt, hier sind wir jetzt tatsächlich auf der Suche und da wird eine nicht unerhebliche Zahl von neuen Stellen jetzt in den kommenden Monaten, also starten jetzt damit und es wird sich bis Mitte nächsten Jahres hineinziehen,
eine Anzahl von Stellen dann hier auszuschreiben. Das bezieht sich über alle Bereiche. Also das geht über die gesamte Bandbreite der Informatik. Und neben den fachlichen Voraussetzungen, die natürlich erfüllt sein müssen, was würden Sie sagen, sollten Bewerber und Bewerberinnen mitbringen, damit sie bei der Bundesbank glücklich werden? Also was sie in dem Umfeld auf jeden Fall mitbringen müssen, ist, ich sag mal, Spaß am internationalen Austausch. Das ist ein wichtiger Part. Also wir schicken unsere Kolleginnen und Kollegen häufig in internationale Meetings, sei es mit den italienischen Kollegen, sei es mit der EZB. Also wir sind in regelmäßigem Austausch. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Neugierde muss dabei sein, weil viele der Themen sind neu. Ja, generell die Freude an der Informatik, das ist eigentlich das, was es bei mir mal ausgemacht hat. Warum sollte man sich ausgerechnet bei der Bundesbank bewerben? Welche Vorteile bietet der Arbeitgeber Bundesbank? Was wir haben, ist eine gesunde Work-Life-Balance. Das ist wichtig. Ich meine, auch hier in dem, Sie können sich vorstellen, da kann schon manchmal Stress anfallen, aber die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei uns arbeiten, haben die Möglichkeit, ich sag mal, auch Gleitzeiten zu nehmen, da wird nichts gestrichen. Das Team ist sehr entspannt, was wir haben. Gemischtes Team, jung, alt. Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Part. Und die Bundesbank ist ein verlässlicher Arbeitgeber. Also die Aufgabe, die wir machen, ich habe es ja eingangs gesagt, ist eine wichtige Aufgabe, die fällt nicht weg. Sie sagten, dass Sie bis Mitte nächsten Jahres suchen. Gibt es da spezielle Bewerbungsfristen auch? Nee, Bewerbungsfristen haben wir da nicht. Also wir werden das jetzt stufenweise ausschreiben. Das heißt, einfach wirklich immer auf die Jobbörse schauen, gucken, was sind aktuell für Stellenausschreibungen da. Eine letzte Frage hätte ich noch. Was macht Ihnen besonders viel Spaß an Ihrem Job? Mir persönlich, ich bin in diesem internationalen Umfeld seit 2002. Habe das mit den Kollegen in Italien, in Frankreich, in Spanien mit aufgebaut. Das macht mir Spaß. Also ich sag's mal, ja. Man hat wirklich Freunde gefunden in den verschiedenen Banken, in den verschiedenen Ländern. Das macht mir am meisten Spaß, dieser internationale Austausch, die Kulturen, die da entstehen. Es macht Spaß, in Rom zu sein, da zu arbeiten und dann abends dann auf dem Espresso mal über den Markt zu schlendern. Also das macht mir am meisten Spaß, diese Flexibilität und diese internationale Offenheit, die ist wirklich ein Gewinn. Herr Stuckmann, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und diese wirklich spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei der Stellensuche. Und wenn Sie jetzt vielleicht Interesse haben, sich zu bewerben oder weitere Informationen über den Arbeitgeber Bundesbank erfahren möchten, dann gehen Sie auf unsere Webseite bundesbank.de/karriere. Dort finden Sie alle Ausschreibungen und weitere Informationen. Herr Stuckmann, vielen lieben Dank. Gerne.